Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hallo! Einige von euch wollten gerne ein Garten-Update haben. Und das zeigen wir euch heute. Zuerst gibt es ein kleines Update vom 10.06. diesen Jahres. Der Salat ist schon ganz gut gekommen und die Möhrchen kommen auch alle langsam. Der Rucola wächst auch gut. Und das Gras explodiert wie immer. Der Spinat ist auch schon so groß geworden, dass wir den bald schon das erste Mal ernten können. Von der Petersilie kann man bisher nur ganz kleine Pflanzen erkennen. Dafür sind die Sonnenblumen daneben aber schon deutlich zu erkennen. In den Setzkästen vor dem Hochbeet kommt zum einen Petersilie, dann in dem Einsetzkasten kommt gar nichts. Wir wissen allerdings auch nicht mehr genau, was wir da eingepflanzt haben. Und daneben kommt Mangold, was auch schon ganz gut dabei ist. Dann haben wir außerdem nochmal in so einem kleinen Setzkasten Basilikum angepflanzt, den man auch schon erkennen kann. Und daneben haben wir dann noch zweimal Dill. Und wie man sieht, ist der Mais auch schon gut am Kommen. Da könnte jeder Bauer neidisch werden. Und wir haben auch noch ein weiteres Garten-Update gedreht am 26.06. Und wie man sieht, hat sich einiges getan. Vorne in den beiden Setzkästen haben wir Rucola, der blüht sogar schon. Dann haben wir da noch den Salat, der ist super am Kommen. Wir haben auch schon den öfter gefüttert und die Schweinchen lieben den Salat einfach. Die Möhrchen sind auch sehr, sehr gut am Sprießen. Davon haben die kleinen Schweinchen auch schon was bekommen und sie mögen es sehr gerne. Die kleinen Schweinchen fahren richtig auf die ganzen Gartensachen ab. Die fangen sogar schon an, den gekauften Salat zu verschmähen. Und das Kleintiergras, das wächst auch wie verrückt. Wir haben auf jeden Fall genug Vorrat immer da, weil das so schnell nachwächst. Den Spinat konnten wir in der Zwischenzeit schon einmal ernten und er wächst auch wieder gut nach. Davon gab es lecker Spinatwraps für uns und für die Schweinchen natürlich nur so die Spinatblätter. Vorne links kommt auch langsam die Petersilie, aber leider nicht so gut. Und im rechten Setzkasten daneben kommt immer noch nichts, also das war wohl nichts, was auch immer da drin war. Dann haben wir hier vorne noch den Mangold, der sieht ein bisschen traurig aus, aber wenn er wieder Wasser bekommt, dann wird er auch wieder. Davon haben die Schweinchen auch schon einiges bekommen und mögen Mangold sehr, sehr gerne. Der Basilikum, der wächst auch fröhlich vor sich hin, den haben wir allerdings noch nicht geerntet. Ich möchte den erstmal ein bisschen wachsen lassen. Den Dill haben wir teilweise auch schon abgeerntet und die Schweinchen mögen das natürlich auch. Welche Schweinchen mag denn bitte kein Dill? Die Petersilie und die Sonnenblumen wachsen auch sehr, sehr gut. Last but not least natürlich der Mais. Der sprießt und sprießt und sprießt, dass er teilweise schon abkippt. Man sieht auch ein paar abgeschnittene Blätter, das haben die Schweinchen auch schon bekommen. Und die lieben Mais einfach über alles. Ich glaube, dagegen kommt nicht mal Dill an. Bei Mais gehen die richtig ab. Und wie man sieht, mögen die Schweinchen den Salat aus dem Garten sehr, sehr gerne. Gleich folgt nochmal ein anderes Video, in dem die Schweinchen auch nochmal das Gras und den Mais essen. Viel Spaß damit!
Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.